Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LS22 auf der schönen Nordermarsch. Jo, wie ihr seht, wir sind hier wieder am Silo und ich habe mir gedacht, weil im Moment ist noch nicht so viel Dolles. Ich habe auch, welchen haben wir heute? Haben wir den 12. Januar. Ich habe ein bisschen geschlafen, habe ein bisschen geguckt, waren noch ein paar Sachen im Sale. Wir können hier nochmal reingucken. Aber im Moment war noch nichts für uns dabei. Wir haben durch die Biogasanlage 56.000, gute 56.000, fast 57.000. Das ist sehr gut. Heißt, wir können natürlich schon Schwung Schulden abzahlen. Und ich habe mir gedacht, wir arbeiten uns hier nochmal ein wenig im Silo vor. Sprich, ich würde es gerne leer machen. Es schneit im Moment, aber ihr seht schon, Schnee ist schon etwas geschmolzen. Machen wir voll und hauen das in unser Multisilo. Dann haben wir das hier frei. Ich habe diesmal auch das Krokodilgebiss genommen. Das hat ein bisschen mehr Volumen. Die Schaufel hat 1000 Liter, die 1250, 25, kann ich euch gleich sofort sagen. 1254. Ja, ich habe gedacht, wir machen das jetzt einfach nochmal in der Folge so ein bisschen Silo fahren. Mal sehen, wie weit wir kommen hier in der Folge, ob wir das alles wegkriegen. Und ansonsten, ich muss jetzt mal sehen, ob wir da überhaupt hochkommen. Ei, ist der höher als uns unser Glasanhänger? Das wäre jetzt aber ein wenig blöd. Nö, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, das ist sehr gut. Ja, dann können wir mal reinhüpfen. Ich würde sagen, wir hüpfen wieder rein, oder? Ja, habe ich mir gedacht, wir machen heute noch mal ein bisschen Silo. Wie gesagt, einmal umfahren, dass wir dann das Silo frei haben. Weil hier auf dem Hof haben wir ja tatsächlich nur eins. Dann können wir nämlich auch problemlos den Rest zur BGA fahren oder fahren lassen oder wie auch immer. Gut, ich könnte jetzt tatsächlich mit Cosplay das natürlich machen lassen, aber wie gesagt, wir haben im Moment, ja, also wir könnten tatsächlich, glaube ich, wie immer, wo war es denn jetzt? Ja. Gruppern haben wir nicht, Flugaufträge machen, aber habe ich mir gedacht, machen wir lieber noch ein bisschen Silage. Fahren wir noch mal ein bisschen Silo. Silo umfahren. Die Frage, kann ich nicht schon mal? Ja, wir können ja mal. Jetzt mich, bevor ich das wieder vergesse, können wir doch mal schnell einen Screenshot machen, oder? Ganz fix. Und das Licht ist nicht ganz so schön, ne? Das Licht ist nicht ganz so schön. So. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Ich habe extra jetzt unseren Brandner rausgeholt, unseren Brandner-Anhänger, den auch voll auf maximale Kapazität gebracht, dass wir hier nicht so viel durch die Gegend eiern müssen. Wie gesagt, sowas könnte man tatsächlich dann auch mit Cosplay und Autodrive machen. Das ist aber auch, weiß auch gar nicht, gibt es nicht eine größere Schaufel noch? Ich meine, warum nicht, wenn wir hier mit Silo A arbeiten für uns? Aber ich glaube, als Frontladerwerkzeug nicht, ne? Das ist ja die Standard mit einem Taui. Die hat 850. Das ist eine ganz andere irgendwie. Die macht ja Rüben klein. Nee, tatsächlich. Tatsächlich nicht. Das nächste wären dann natürlich die Teleskopladergeschichten. Ne? Haben wir Teleskoplader? Nö. Schade. Gut, ich weiß, als Mod gibt es das bestimmt tonnenweise, aber gut, dann machen wir es so. Meine Aimon ist ja hier auch mal vorbei. Dann kriege ich hier den Rand ein bisschen sauber geputzt. Ist das mit dem Prozent da unten? Ich sehe das jetzt gerade. Ich muss jetzt hier mal noch mal gucken.
weiß jetzt nicht warum. Ah, jetzt nimmt er was weg hier. Komisch. Ah gut, vielleicht verschwindet das dann nachher gleich. Oder ich muss wieder anderen Schaufel machen. Und auch haben. Wir gucken mal. Oh, das schneit hier schon wieder. Was soll das? Hau ab, Winter ist vorbei. Wir wollen hier jetzt Dinge tun, ey. Du bist ein bisschen zu hart rangefahren. Du musst nicht so hart. Aber wie war das? Wir hatten das denn bei den... Ich muss mal sehen. Ja, guck mal, wenn ich das so mache, dann hätte ich... Also hier kriegen wir, glaube ich, was ich vorhin geguckt habe, waren irgendwie 75.000 Liter drin. Roundabout so. Was ist... Was haben wir da? Aha. Ich hab bloß noch ein bisschen Probleme hier mit meiner kleinen Schaufel. Dass die richtig sitzt. Weil ich sag mal, sobald wir den ersten Schnitt machen, hau ich hier das Silo wieder voll. Und, den Rest machen wir dann mit Ballen, hätte ich gedacht. War jetzt so meine Idee. Also, guck mal, du kannst die doch einigermaßen gerade halten, ne? Fahrt da nochmal rein. Dass er den Rand nicht so mitnimmt. Boah. Ups. Ja, also wenn überhaupt, wir machen, wie gesagt, diese Folge, den Rest. Wieder lassen wir noch ein bisschen liegen und ich mache das dann irgendwann, wenn ich ein bisschen Offscreen-Zeit habe, dass wir da, dass ich den dann leer mache. Aber ich habe mir gedacht, die Folge noch mal ein bisschen. Warum nicht? Schon mal die Reste wegholen. Ah, ich sehe das von drin. Habe ich immer Probleme. Weil jetzt bist du schon viel zu weit. Das musst du überhaupt nicht. Aber ich muss mal eben... Mach das mal eben so, aus der Perspektive. Ist nicht so einfach. Aha. Okay. Schwierig zu sehen immer. Obwohl, ich habe da oben schon so ein Stängelchen, aber irgendwie fehlt mir da eine Farbmarkierung. Ja, ich hoffe ja, dass das jetzt langsam hier mal... Na, obwohl, wir haben ja noch den Februar. Der wird ja dann auch ziemlich und nicht so schön sein vom Wetter her. Aber ich denke, da können wir auch schon mal langsam anfangen. Weiß nicht, wir gucken mal, ob wir das nächste Mal dann so einen Flugauftrag machen. Dass wir da dann schon mal unseren Glas rausbewegen. Irgendwie einen kleinen, den wir dann zusammen machen oder so. Das wäre doch super. Und mal wieder Geld reinholen.
Ich bin hier noch echt am Experimentieren. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Ah, ich sehe das halt von drin immer so schlecht. Wiederum beladen kann ich von innen besser. Oder was heißt besser, aber ist angenehmer, finde ich. Okay, ja, aber nicht umschmeißen. So. Ja, ich bin echt froh, wenn es hier endlich Frühling ist. Ich versuche hier nochmal die Kante wegzukriegen. Aber die Kante kriege ich tatsächlich irgendwie... Ich hoffe ja, dass die verschwindet, sonst kriege ich nachher, also sonst habe ich hier ein echtes Problem. Vielleicht mit der anderen Schaufel, das kann natürlich sein, das könnte man mal versuchen. Und wenn das natürlich nicht verschwindet, wäre ja doof, dann kriegen wir ja keine neue Silage rein. Ja, dann haben wir einen großen Parkplatz, ne? Ja, dann haben wir einen großen Parkplatz, Leute. Ja, wie gesagt, im Moment nur ein paar Grubberaufträge, aber wie gesagt, eine Grubber haben wir noch nicht. War auch bis jetzt noch nichts im Sale. Ich weiß gar nicht. Unten rechts. Könnt ihr das sehen? Hier, wartet. Da, wo der Mauspfeil jetzt ist. Hier bei der ND, vorwärts, normal, neutral und rückwärts. Die Anzeige, was ist das eigentlich für eine Anzeige hier? Die Prozente-Anzeige. Ist das Kraftanzeige vom Schlepper? Ich weiß das jetzt gar nicht so. Wenn das jemand von euch weiß, könnt ihr es mir ja bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil gerade auch wenn ich ihn jetzt runtersetze und er dann hier am Dinge tun ist, ich sehe das total mies von innen. Das für eine Prozenteanzeige ist, die kenne ich gar nicht. Ja, ich hoffe, wir kommen auch bald wieder aufs Feld. Also wie gesagt, nächste Folge, dann nehme ich, auch wenn es noch schneit oder so, nehme ich einen Flugauftrag oder so an, dass wir wieder aufs Feld können. Schön mit unserem Glas und dann ist das ja okay. Aber ich wollte auch gerne halt die Geschichte hier leer haben. Das wäre dann, wenn das hier die Saison losgeht. Dass wir dann das Silo frei haben. Mais haben wir eh noch nicht. So, ich glaube. Wurde auf einmal nur so, war nur irritierend mit dem Dings. Ich werde mal mit der anderen Schaufel, ob ich mit der anderen Schaufel besser klarkomme, tatsächlich. Weil diese 200 und
die jetzt mehr oder weniger sind, spielt ja, glaube ich, keine Rolle, oder? Das zur Spur, weil es geschneit hat. Schon interessant. Ja, es ist schon ganz geil. Habe ich jetzt wieder Schnee? Das ist natürlich nicht so cool. Ah, jetzt hat er Schnee geladen. Ich drehe durch. Ich will keinen Schnee geladen haben. Wir wollen auch keinen Schnee laden. Nee, weg damit. Ich will Silage. Ah, jetzt nimmt der Schnee auf wieder. Oh. Oder was ist, wenn ich weiterfahre? Der nimmt nur Schnee auf. Oh, jetzt hat das gar keinen Sinn mehr hier mit dem Schnee oder was? Ich will nicht Schnee schippen. Ich krieg meine Silage nicht raus. Das ist aber blöd. Schon wieder Schnee. Ja, er nimmt hier die Silage auch vom Rand nicht. Das ist ein bisschen. Irgendwie ein bisschen doof. Problem ist, der wird ja gleich wieder volllaufen. Der Mistkäfer hier. Scheiße. Ja, so kann ich denn wieder nicht richtig fahren. Das ist schon wieder blöd. Ich muss nur als erstes mal Silage rein. Also wenn er mir das hier gleich wieder zuschneidet, mache ich. Dann gehen wir einmal pennen. Das ist doof. Ich will jetzt nicht hier, ich will Silage verladen und nicht Schnee schippen. Ja, gar keinen Bock drauf. Ich meine, das können wir gerne ja mal machen, wenn wir richtigen Schneeflug und so haben. Ah, er nimmt das nicht mit. Ich hoffe, er zeigt das dann vielleicht mal von der anderen Seite nachher. Das ist natürlich echt. Ah, nee, das ist mir zu blöd, Leute. Wir haben nicht mehr so viel drin, aber wenn ich jetzt da stehen bleibe, ist auch blöd. Das ist aber nicht schön. Schneeschieben. Ich nehme mal kurz hier den Hoppel weg. Der stört mich nämlich. Willst du mich trollen? Dann hör auf mit dem Scheiß mit dem Schnee. Mann. Genauso gut. Oh, wieso? Wie gesagt, ich sehe das total mies. Ich weiß, da ist ja so ein kleiner Zapfen drin. Wartet mal. So. Ist runter. Jetzt nimmt er den wieder nicht, weil die Schaufel zu weit ist. So wäre gut. Aber jetzt hat er. Wie ist die Schaufel jetzt? Bisschen weniger als die Hälfte, okay. Aber er hat, glaube ich, gerade gewechselt, ne? Von Schnee auf Silage. Kann es sein, dass er das doch macht? Werden wir mal erkunden.
Eigentlich könnte man da beim nächsten Mal, glaube ich, würde ich tatsächlich, müsste man das eigentlich mal testen? Müsste ich da mal vorbereiten, dass wir Cosplay hier einsetzen? Wobei, ich meine, das kleine Silo und ein bisschen Spaß wollen wir ja auch haben. Wobei, wenn das Ding nachher richtig voll ist, ja, guck mal. Könnte das Cosplay machen und Autodrive. Alleine ja nur, um mal zu sehen, wie das überhaupt funktioniert. Weil ich kann mich noch entsinnen, das ging im 19er, habe ich das auch schon gemacht mit Cosplay? Ah ja, guck mal, er verdrängt tatsächlich den Schnee, das ist gut. Dann ist das ja nicht so schlimm, dann habe ich auch nichts weiter gesagt. Das ging mit Cosplay dann auch ganz gut. Das war, allerdings musste ich da echt viel einfahren. Ich würde mich nur mal interessieren, ob er jetzt vieles selber erkennt. Ich meine schon. Auch das Verdichten ging ja auch über Cosplay. Aber das würde ich doch, klar, machen wir auch mal. Nur mal, um das mal auszuprobieren, gemacht zu haben. Auf jeden Fall. Aber ich schätze dann echt nur, wenn das nachher ums Häckseln geht und so. Ja, ist cool. Kann das sein, dass das im Fahrsilo nicht schneit? Aber wir sind da ein bisschen windgeschützt, ne? Ja, so einen großen Anhänger passt natürlich denn eine Menge rein, ne? Scheiße. Da ist ein Reh im Gange. Na, ist jetzt zu viel Schnee drauf, oder? Scheint so. Jetzt macht das komischerweise nicht. Oder ich habe ihn wieder mal nicht richtig erwischt. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, aber... Reicht. Wir wollen aufs Feld. Ich guck mal, vielleicht... Spule ich uns auch bis Januar... Januar, Februar vor oder so. Weil Februar kann es ja auch noch Schnee geben, ne? Das wissen wir ja. Meistens ist es bei uns hier oben im Norden sogar der schlimmste Wintertag, wo wir die schlimmsten Wintertage haben. Im Dezember. Ups. Aufpassen, ist glatt. Hier ist glatt. Wow, das merkt man aber schon. Die schlimmsten Wintertage. Dezember gar nicht so. Was heißt bei uns schon schlimm? Darüber lachen die Herrschaften sich im Süden Deutschlands, hier Bayern und Co. tot, über unser bisschen Schneematsch. Dafür haben wir mehr Wasser. Ja, ist echt Wahnsinn. Im Moment saufen hier alle ab. Hier oben und unten oder Mitteldeutschland, Süddeutschland. Ja, eher Süddeutschland, glaube ich, ist schon wieder Trockenheit, ne? Ist schon merkwürdig. Also, wenn jemand einen Liter Wasser oder so gerne haben möchte, kommt hoch, könnt ihr euch gerne abholen. Unsere heimischen Landwirte würden sich freuen. Ja, habe ich letztens erst vom Farmvlog vom Rüppers gesehen. Kartoffelbauer in Niedersachsen. Für die, die ihn nicht kennen, könnt ihr euch gerne mal angucken. Die sind mit dem Güllefass aufs Feld gefahren und haben Wasser abgepumpt, damit das ein bisschen trockener wird. Ei, das ist schon ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, muss ich ehrlich sagen.
So, wie viel haben wir denn überhaupt vorher? Was sagt die Zeit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Weiß gar nicht, was sagt das denn? Oh, guck mal, also ein Anhängerchen kriegen wir voll. Ich glaube, das waren das, können wir gleich mal gucken, wenn wir wegfahren. War das, oh, ich vergesse das immer. Waren das 35.000 Liter Anhänger, also 35 Kubik, oder waren das 45 Kubik? Weiß das gar nicht mehr so genau. Fährst schon? Ah, jetzt habe ich schon wieder Schnee geladen, oder was? Ah, ist halt wieder zu viel Schnee drin. Auch merkwürdig. Mal geht's nicht. Oder ich habe schon wieder die Schaufel blöde gehalten. So, ich war jetzt gerade gedanklich dabei, das hier in den Knick zu kippen, so wie ich es eben im Schnee gemacht habe. Eieiei. Ja, heute mal wieder eine kleine entspannte Runde. Also wie gesagt, wir werden hier in der nächsten Folge auf jeden Fall gehen wir wieder aufs Feld, ob es Schnee schneit oder nicht. Ich werde, glaube ich, auch noch ein bisschen vorschlafen. Ich würde euch dann nur reinholen, wenn wir wenn jetzt vielleicht ein Sale oder so gibt, den wir cool finden, doch nochmal ein Grupper oder so oder irgendwas anderes, was ich kaufen kann, dass wir das gemeinschaftlich kaufen. Ansonsten fahren wir aufs Feld und dann mache ich das Silo mal leer, wenn ich offline ein bisschen Zeit habe. Ich würde das schon einmal noch mal frisch voll machen dann für die Biogas. Dass man das dann auch noch mal zwischen hat. Aber ich finde das ganz cool. Natürlich, klar, wir könnten mit Strohballen, dann würden wir es einmal voll machen. Aber es bringt halt Spaß. Es ist auch ganz entspannt, hier mal ein bisschen mit dem Frontlader durch die Gegend zu eiern. Und mit der Schaufel komme ich auch anscheinend ein bisschen besser klar. Also finde ich schon mal ganz, ganz cool. Gefällt mir. Natürlich hier jetzt ein Radlader oder ein Telelader wäre ich hier natürlich echt Bombe, ne? Darum, ich war auch schon überlegen, jetzt schon mal Schulden abzuzahlen. Aber ich wollte halt einen Moment abwarten. Falls doch noch was im Sale kommt, also... Wie gesagt, spätestens wenn wir unseren Raps ernten, werde ich die Schulden auf jeden Fall abzahlen. Ich will die auf jeden Fall diese Saison abgezahlt haben. Müssten wir mal gucken, weil ich würde ja auch gerne noch ein Feld kaufen, ne? Was wir an Kohle zusammenkriegen. Aber wie gesagt, das meiste an Fahrzeugen haben wir ja tatsächlich. Und wir könnten natürlich mal gucken, ob wir uns noch ein Feld shoppen. Dass wir da drauf hinsparen. Oder halt dafür dann auch nochmal, wenn wir unsere Schulden abbezahlt haben. Ich habe ja gesagt, 100k würde ich Maximum aufnehmen. Das kriegen wir dann von der Bank. Allerdings nur, wenn unsere Schulden abgezahlt sind. Eigentlich wollte ich ja mit gar nichts, aber gar nichts ist gerade am Anfang. Ja, was heißt schwierig? Quatsch. Wir hätten es ja auch so geschafft. Gar kein Problem. Und ich sag mal, es gibt hier ja auch so gewisse Sachen, die könnte man ja auch ausnutzen, ne? Wo du Geld mitmachen kannst, das geht ja auch. Guckt mal, da wollte ich ja auch noch, seht ihr, Treibhäuser wollte ich auch noch. Da bräuchten wir dann aber auch noch einen Wasserwagen. Treibhäuser kosten einen Zehner, ne? 10k?
Treibhäuser kosten 10k, also die könnte man ganz entspannt. Pass auf, es ist glatt. Auch noch welche kaufen? Auf jeden Fall noch welche kaufen. Ich sehe schon gerade, die Folge ist schon wieder rum, Leute. Und da würde ich sagen, ich beende die hier. Ich werde den Anhänger noch irgendwie vollklöppeln. Wie gesagt, den Rest mache ich dann offline. Und wir würden dann nächstes Mal hoffentlich hier ohne Schnee uns wiedersehen und dann irgendwo auf dem Feld. Sprich, dass wir soweit uns fertig machen. Aber ein Anhänger hier wollte ich mit euch gerne zusammen machen. Den Rest mache ich dann, wie gesagt, offline. Sprich, den mache ich jetzt noch voll. Wir können ja gleich einmal gucken, wie viel noch fehlt. Ich schätze, ein bisschen fehlt noch. Da habe ich ja wirklich... Nee, 92%, wisst ihr was? Nein. Das machen wir jetzt. Dann geht die Folge eben ein paar Minütchen länger, oder? Ich hau eine kleine Blende rein oder so. Mal gucken. Lasst uns den zusammen voll machen, kommt. Das sollte jetzt ja nicht mehr so viel fehlen. Ja. Wie gesagt, sonst nehme ich noch ein bisschen was und schneide noch ein bisschen was raus. Also wenn ihr hier tatsächlich nur die 30-Minuten-Folge seht, dann habe ich was rausgeschnippelt. Was ihr dann natürlich auch sehen werdet. Ich muss sagen, mit der Schaufel komme ich irgendwie tatsächlich besser klar. Aber die Zinken-Dings weiß ich auch nicht. Die ist ja auch irgendwie nur so eine Multigeschichte, ne? Das ist ja keine richtige Silage-Geschichte. Weiß ich gar nicht, ob es in Wirklichkeit gehen würde. Doch Silage ist ja ordentlich verdichtet im Grunde genommen. Müsste das ja auch gehen. Bestimmt nur so semi-geil, aber ich schätze so in so einem Notfall oder so. Aber ich schätze, ein Standard ist das nicht. Ich schätze, so Standard ist das nicht. Das bringt wirklich voll Bock. Echt entspannt. Ah, jetzt sind wir voll. Alles klar. Oh. Wieso habe ich mich jetzt festgefahren oder was? Ja, ein bisschen festgehakelt. So, dann bringen wir den jetzt einmal in unser Multisilo und dann mache ich, wie gesagt, den Rest dann irgendwann. Ich schätze, in der nächsten Folge werdet ihr das hier noch so sehen. Weil im Moment schaffe ich das dann nicht. Den mal ganz an, nicht, dass wir jetzt hier Schnee laden. So. Haben wir jetzt einmal die Gurke weg. Dann können wir auch gleich mal gucken. 34.000 schafft das Vehikel. Seite hinten, das ist okay. So, einmal Multisilo bitte. Da habe ich schon mal testweise ein bisschen was reingehauen. Ist dann auch ein bisschen cooler, wenn wir das da reinpacken, weil da kriegt man es dann... Oh, Haua! Da will aber jemand überholen, oder was? Ja gut, unser Fan mit dem vollgefüllten Teil ist natürlich schon eine Ansage. So, kippen wir einmal Silage ab. Und da mit diesen wunderschönen Bildern des Abkippen der Silage verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war für euch auch mal ein bisschen entspannt. Und wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Euer Maruk. Ich würde mich freuen. Ciao.